12.12.2017. Schön Wangelrohrer gefahren. Echt feine Lines gefahren. Zum Schluss habe ich gemeint, ich muss nochmal scharfe Rohrer fahren. Fadelt sie mein Ski unter dem Face Eye. Der Ski bleibt stehen, der Körper fährt weiter. Pintec-Bindung geht nicht auf. Haben wir einen Knickel gebrochen. Beim Heli rausgeflogen worden. Wie war eine Fraktur? 6 Wochen Gips. Sauber. Sieben Wochen später stehe ich dann wieder auf Ski. Ich muss jetzt ganz kleine Schritte machen. Nach so einer langen Zeit ohne Belastung fühlst du halt nicht sicher. Darum hört meine Skitour da auf, wo ich es normal anfangen darf. Acht Wochen nach meinem Unfall fliege ich nach Japan. Jetzt muss ich halt schauen, ob der Fuß das hergibt, was ich von ihm möchte. Zurück in die Alpen kann ich wenigstens einen Spätwinter noch genießen. Und da dafür gibt es keinen besseren Platz wie die Tiroler Gletscher. War echt nicht mein Winter. Jetzt hoffe ich einfach, dass 18, 19 besser, also verletzungsfrei wird. Der 12.12.2018. Surfhaus, 4 verschiedene Lines gefahren. Fälle auf, wie Fälle runter, Bindung ein, Bindung aus. Ich fahre blaue Pisten runter auf dem Rückweg, fahre rote Pisten runter. Bindung löst aus, ohne Grund. Skifahrt allein weiter. Skischuhe verhängt sie im Schnee. Fuß verdreht, Knöchelbruch, Weber B. Jetzt habe ich 2 Schrauben drin und schaffe es nicht nach Japan, weil jetzt ist es schon in 4,5 Wochen und das ist nicht zu schaffen. Hi, hier ist wieder euer Simon vom Pulverschneeforum. Wir fahren hier jetzt gerade durch Japan, sind gerade angekommen und es schneit. Wahnsinn, super. Toll, ja, supi. Oh.
Ich habe jetzt eine neue Bindung, neue Ski, neue Schuhe. Es bringt mir alles nichts, wenn ich selber nicht fit bin. Darum muss ich jetzt nach der Verletzung forciert radeln. Und da es nicht so langweilig wird, kann ich was am Computer dabei machen. Radeln allein gelangt natürlich nicht, dass man wieder fit wird. Darum mache ich viel Gymnastikübungen und Bouldern. Bouldern ist jetzt nicht für den Knöchel per se, aber generell gut für den Gleichgewichtssinn, Körperspannung und heute halt fit. Eins, zwei, drei, vier. Klar ist es genial, wenn man daheim trainieren kann, aber am liebsten bin ich dann doch in der Natur unterwegs. Jetzt, wo das Sprunggelenk wieder stabil ist, kann ich wenigstens zu Fuß in die Berge gehen.
Nach über 20.000 Höhenmeter Berggeh fühle ich mich wieder bereit zum Skifahren. Ich danke allen, die mich auf dem Schwanweg begleitet haben und wünsche uns einen geilen Winter 2019-20.